So, wir sind zurück bei Phänomenal und ich freue mich, dass wir Björn Hegemann mal wieder bei uns auf der Bühne haben. Wir hatten ihn ja schon zu verschiedenen Themen hier, unser Dauergast, aber jetzt hat er eine neue Rolle bei Borussia Dortmund und er ist Leiter der Abteilung Fanangelegenheiten. Björn, sag uns noch mal kurz, was das für eine Abteilung ist, wie viele Mitarbeiter da drin sind und welche Aufgaben ihr so federführend vor der Brust habt. Ja, die Abteilung besteht zurzeit aus 9 festangestellten Fanbeauftragten. Im Großteil sind wir aufgeteilt in 2 Teams, also in 2 Aufgabenbereiche. Einmal in den Bereich Fanclubs, wo eben vorwiegend Arbeit mit Fanclubs stattfinden und eben alles Administrative ankommt. Und dann gibt es eben den Bereich Spielbetrieb, wo es um die Kommunikation mit der Fanszene geht, aber auch die Vorbereitung von Spielen und natürlich am Ende auch die Spielbegleitung. Also sehr viel Regelbetrieb und sehr viele Themen, die auch wirklich dauerhaft euch beschäftigen. Wo möchtest du denn als neuer Leiter der Abteilung Fanangelegenheiten Schwerpunkte setzen? Also ich glaube, im Groben sollte ich erstmal einen Überblick über alle Aufgabenbereiche haben. Ich habe mir aber schon vor einigen Monaten selbst zur Aufgabe gesetzt, das Thema Nachwuchs anzugehen. Da hoffe ich natürlich auch auf die Unterstützung anderer Akteure, wie eben der Fanabteilung, dem Fanprojekt und eben auch Akteuren aus der Fanszene. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird und wo wir zusehen müssen, dass die Fanszene nicht an Nachwuchs abnimmt. Dein Vorgänger Daniel Löcher hat ja auch einen sehr starken Fokus auf das Thema Antirassismusarbeit unter anderem gelegt. Es gibt noch ein zweites Thema, was er jetzt behandelt. Kannst du noch mal kurz sagen, welche Position er jetzt bekleidet und was er da macht? Ja, Daniel hat jetzt die Projektstelle für das Fan- und Jugendhaus übernommen. Das bedeutet, er wird sich mit der Konzeptionierung und am Ende auch mit dem Bau des Hauses beschäftigen. Und er hat gleichzeitig auch das Thema Antidiskriminierung mit in seinen Bereich rübergenommen, wobei wir in dem Bereich natürlich weitestgehend auch zusammenarbeiten werden. Du hast gerade nochmal angedeutet, dass das Thema Kommunikation mit der Fanszene, mit den Fanclubs, mit den vielen aktiven Fans rund um Borussia Dortmund ganz wichtig ist. Der BVB hat zu dem Thema ja mal den Fanrat ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du da noch mal 2, 3 Worte zu verlieren. Was sind so die aktuellen Themen im Fanrat? Wie kann man auch Kontakt aufnehmen, wenn man ein Thema hat, was man mal an dieses Gremium, aber halt auch an den Verein herantragen möchte? Ja, der Fanrat trifft sich weiterhin etwa einmal im Monat mit ungefähr 30 Akteuren und Vertretern aus der Fanszene. Wenn man Themen hat, die man an den Fanrat herantragen möchte, dann kann man das unter anderem über die Adresse fanrat@bvb.de, aber natürlich auch über die Mitglieder, die darin vertreten sind. Es gibt da eine ganz gute Übersicht auf der BVB-Website, wo man sich alle Mitglieder mal anschauen kann. Ansonsten sind aktuelle Themen divers, also wir besprechen im Prinzip alles, was gerade anliegt und haben gerade in den vergangenen Treffen immer mal wieder externe Gäste dabei gehabt, wie beispielsweise beim letzten Mal den neuen Ordnungsdienstleiter des BVB und haben dann eben zum Beispiel über die Einlasssituation gesprochen. Wir haben über den Ordnungsdienst im Allgemeinen gesprochen und es kamen eben aus dem Fanrat dann Wünsche oder Verbesserungsvorschläge, die dann der Ordnungsdienstleiter mit in seine Besprechung nehmen kann. Okay, vielen lieben Dank für diese Aufzählung auch von Themen. Wir haben bei Phänomenal gleich auch noch einen prominenten Neuzugang in deiner Abteilung zu Gast, nämlich Teddy Debert, der jetzt zukünftig in der Abteilung Fanangelegenheiten tätig sein wird. Was er dort macht, was er für Ziele hat und wie er Borussia Dortmund vielleicht auch aus dieser neuen Perspektive erlebt, das hören wir gleich im Interview mit Jannis. Bis gleich, wenn wir zurück sind mit Phänomenal.